Frank von Giga auf der IFA 2019. Ich bin am Stand von Huawei. Huawei hat kein neues Telefon vorgestellt, aber ein altes in neuen Farben. Das Huawei P30 Pro in Mystic Blue und Misty Lavender zeige ich euch jetzt gleich nach dem Intro. So Leute, da sind sie also, die neuen Farbvarianten von Huaweis Fotowunder, kann man ja schon fast sagen, P30 Pro. Und ich muss sagen, die gefallen mir ziemlich, ziemlich gut. Hier diese Misty Lavender Version, die ist jetzt nicht wirklich Lavendelfarben, also lila. Das ist eher so, ich würde schon sagen, rosa. Aber das klingt natürlich nicht ganz so fancy. Mein klarer Favorit ist allerdings hier die Mystic Blue Variante. Und was ich interessant finde, ist, dass es ja im Prinzip schon ein komplett neues Design ist in dem Sinne. Ne? Also wir haben hier unten tatsächlich so ungefähr zwei Drittel so eine angeraute, trotzdem natürlich noch Glasoberfläche, und hier oben ist das halt sehr, sehr stark spiegelnd. Das ist auch in Ordnung, weil meistens hat man natürlich die Finger hier unten in dem Bereich. Das heißt, hier gibt es nicht so viele Fingerabdrücke, und hier oben, naja gut, das wird auch mal passieren, ist dann aber nicht ganz so wild und sieht dann nicht ganz so aus wie weiß nicht, ein Schlachthof oder so. Ja, und hier die blaue Variante, Mystic Blue, also das sieht wirklich absolut prachtvoll aus. Finde ich schön, dass Huawei hier nochmal ein paar neue Farboptionen gibt. Das ist ja immer ein ganz gutes Mittel, um die Verkäufe nochmal ein bisschen anzukurbeln. Was ich außerdem ganz cool finde, ist die Tatsache, dass hier ein neues Betriebssystem drauf ist. Nein, Gott sei Dank noch nicht Harmony OS, das ist EMUI 10.0 auf der Basis von Android 10. Also hier die auf der Messe ausgestellten Geräte haben die neueste, erst vor einer Woche vorgestellte Android-Version hier bereits installiert und integriert. Also alle Huawei P30 Pro-Nutzer, keine Angst, ihr werdet auch dieses Update noch bekommen, und da sind dann auch noch die Google-Apps mit integriert. So Leute, neue Farben, schön und gut. Da geht Huawei so ein bisschen ein Design-Trend mit. Ne? Also man kennt die Optik ja jetzt zum Beispiel von den Pixel-Geräten. Auch bei Samsung haben wir sowas jetzt gesehen, beim Galaxy A90 5G. Sicher sehr, sehr zeitgemäß. Was mich natürlich viel, viel mehr freut, ist, dass wir hier schon eine funktionierende Version sehen von Android 10 inklusive Google Apps. Hat euch das Video gefallen, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video von der IFA. Bis dann, ciao.